Ein Mann, sein Hund, eine Insel, ein Strand, ein Rätsel, ein Schatz. The Secret of Lulu Island. Hallo, meine Lieben. Diejenigen von euch, die das hier jede Woche verfolgen, wissen, das hier ist mein Hausstrand. Ich bin an meinem Hausstrand, Freunde, und das ist ein gutes Zeichen. Warum? Das erzähle ich euch. Denn ich habe von diesem Strand, den ihr jetzt hier seht, zu meinem Hausstrand wieder zurückgefunden, nachdem ich an diesen Strand hier gebeamt worden war. Ihr erinnert euch, ich hatte die beiden Zähne aus der Steinstatue, aus der Steingötze gezogen und bin hierhin verfrachtet worden und hatte dann an diesem Strand hier sogar noch Fußspuren sehen können, obwohl ich ja allein auf der Insel bin. Fußspurentechnisch ist hier nichts mehr zu lesen. Das hier sind ja meine und die Fremden, die ich gesehen habe, die natürlich vom Schattenmann sein könnten, die verschwinden da. Das Meer hat die sozusagen mit sich genommen und verschluckt. Aber wisst ihr was, viel wichtiger ist als diese bescheuerten Fußspuren? Das ist Lulu, die im Lager zurückgeblieben ist. Und da muss ich jetzt hin zurück. Ja, und ihr wisst ja, wie sehr mir meine Hündin Lulu am Herzen liegt. Und ich wollte sie auf gar keinen Fall nochmal an den Schattenmann verlieren. Also habe ich mich so doll beeilt, wie ich nur irgendwie konnte. Aber es war nicht ganz leicht, denn ich kannte den Weg nicht. Ich wusste nicht genau, wo ich hier war. Aber hier sind überall Spuren. Fußspuren im Sand, guck mal. Diese Fußspuren haben mich wirklich aus dem Konzept gebracht. Guckt euch das mal an. Die sind gar nicht so alt. Vielleicht muss ich deshalb umso schneller zurück zum Lager. Naja, und eigentlich habe ich es ja am Anfang schon verraten. Ihr wisst, ich finde, obwohl es nicht leicht war, tatsächlich am Ende den Weg zu meinem Hausstrand wieder zurück. Und ihr glaubt nicht, wie glücklich ich war, mich wieder in bekannten Gefilden zu befinden. So, und hier schlage ich nun wieder die Brücke zum Anfang des Videos. Ich bin an meinem Hausstrand, Freunde, und das ist ein gutes Zeichen. Denn das ist deshalb ein gutes Zeichen, weil ich jetzt wieder, ich sag mal, zu Hause war, in meinem Strandlager. Und ob Lulu, meine Hündin, immer noch da war oder ob der Schattenmann sie tatsächlich wieder geklaut hat, das seht ihr hier. Haha, sie war immer noch da! Oh, ihr glaubt nicht, welcher Stein mir hier vom Herzen gefallen ist. Nicht nur, dass Lulu noch da war, sondern auch der Stock. Und ich habe es einfach mal sicherheitsüberprüft. Auch noch das Totenkopfbuch war da und natürlich auch diese Steingötze hier, die, so glaube ich ja, dafür verantwortlich war, zusammen mit den Säbelzahntigerzähnen, dass ich überhaupt weggebeamt worden war. Es ist noch alles da. Lulu ist da. Der Stock ist da. Die Steingötze auch noch und die beiden Säbelzahntigerzähne. Der hier, die sowieso, die hatte ich ja in der Hand, als ich weggebeamt wurde. Jetzt habe ich leider gerade eben eine Szene nicht aufgenommen mit der Kamera. Deswegen nehme ich jetzt hier den zweiten Versuch auf. Passt mal auf, was jetzt passiert. Schaut euch das mal an. Und ich wette mit euch, so etwas habt ihr noch nicht gesehen. Und weil das Ganze so unglaublich ist, zeige ich euch das jetzt nochmal aus einer zweiten Perspektive. Schaut her. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So, Freunde, wie immer gilt, wenn alles gut geht und ich auch die nächste Woche hier auf der Schatzinsel überlebe, seht ihr nächsten Freitagabend, wie immer so gegen 8 Uhr, die nächste Folge. Wenn ihr Ideen habt, was ich machen, tun kann, soll, muss und so weiter, postet es in die Kommentare. Ansonsten abonniert mich auf YouTube oder folgt mir auf Facebook, um keine Folge mehr zu verpassen. Ciao!